Hallo. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Losung und Lehrtext. Es ist wieder Samstag, der 26. Oktober. Und es herbstelt schon ziemlich stark. Es ist schon sehr erfrischend in der Früh, wie viele von euch wahrscheinlich auch schon erfahren habt. Ja. Heute geht es um einen sehr, sehr bekannten Losungstext. Ich nehme an, dass ja fast jeder Christ den schon mal gehört hat. Nämlich: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23. Nun, das ist eine wunderschöne Aussage. Aber es ist mehr als wie nur eine Aussage, es ist eine Tatsache für diejenigen, die tatsächlich Gott und Jesus, ja, ihren Heiland und Erlöser als Hirte erleben. Denn was ist denn die Aufgabe eines Hirten? Nun, es ist einfach, da zu sein, um seine Herde zu führen auf grünen Auen, saftigen Weiden, sie zu beschützen auch vor den Gefahren der wilden Tiere und, wenn sie verloren sind, sich auf die Suche zu machen, um sie wieder einzuholen. All das und möglicherweise noch viel mehr sind Bereiche eines Hirten. Und wenn der Herr dein Hirte ist, wird all das auch für dich zutreffen, dass er dich beschützt, dass er dich führt, dass er dich versorgt, dass er seine Hand über dich hält und dich führt Tag für Tag. Und das mögen wir dir auch heute schenken, diese Führung, diese Segnungen. Und dann kannst du auch, wie der Psalmist das so schön ausführt in diesem Psalm, wie der Herr ihn einfach bewahrt und weiterführt, kannst du das auch ja, singen sogar und auch proklamieren, dass der Herr dein Hirte ist. Und im Lehrtext wird das ja nochmal spezifiziert, oder wie soll ich sagen, wird das noch präzisiert. Und da spricht der Herr Jesus, und da sagt er: Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, Vers 11. Nun, das hat er auch voll und ganz erfüllt und getan. Jesus ist tatsächlich der gute Hirte, der Einzige und der Einzige, der wirklich sein Leben für die Schafe gelassen hat. Kein anderer kann das, so wie er das getan hat. Und was das bedeutet, dass wenn einer sein Leben für den anderen lässt, das bedeutet, dass der andere am Leben bleibt. Und alle, die Jesus als ihren Hirten annehmen und erfahren, bekommen tatsächlich dieses Leben, dieses neue, dieses ewige Leben, das eigentlich jetzt noch in unserem jetzigen Zustand noch eigentlich unbeschreiblich, unvorstellbar ist. Aber es ist ein Versprechen, das Jesus gemacht hat und auch einhält. Hast du dieses Versprechen schon für dich in Anspruch genommen? Hast du Jesus zu deinen Hirten angenommen und gebeten, dein Hirte zu sein? Denn das will er ja auch von ganzem Herzen. Und er will dich bewahren und dich führen und dich leiten und in seine Herde integrieren. Also, für heute wieder, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und dass du auch einfach immer wieder seine treue Fürsorge und Führung erleben mögest, auch heute. Danke fürs wieder dabei sein und ich wünsche dir auch wieder einen erfüllten und einen guten Tag. Servus.